So, nochmal ein kleines Update. Immer noch von Villingen-Schwenningen. Ja, man sieht hier immer noch sehr schön die Meso. Das Ganze jetzt deutlich näher rangekommen. Ich filme hier gerade auch im Weitwinkel. Ja, sieht nicht schlecht aus und ist mittlerweile echt am Dauerkrummeln. Der Böenkragen sah eben gerade noch ein bisschen strukturierter aus. Aber nichtsdestotrotz wirklich ein schönes Bild. Ja, hier fleißig am Zeitraffer machen. Ja, also zu rechnen ist da drin auf jeden Fall mit wirklich starkem Wind, vielleicht sogar Orkanböen. Größerer Hagel kann auf jeden Fall drin sein und auf jeden Fall Starkregen. Und die Zelle zieht auch nicht besonders schnell. Das heißt, da wo sie rübergezogen ist, hat die schon einiges an Niederschlag runtergeworfen. Magst du gleich nochmal das aktuelle Radar-Ding? Also, gleich Fotos machen, alles gut. Aber jetzt kommt der Böenkragen nochmal. Naja, ich wollte gerade sagen. Auch da in dem Bereich sieht es jetzt wieder ein bisschen stabiler aus, ne? Ja, nicht so löchrig. Ja. Egal, das neue Zyklus wieder. Ja, und hier halt sehr schön die Plates, ne? Oh, jetzt hat es wieder geflackert. Hier sehr schön die Plates, ne? Hier unten der Böenkragen. So, da unten geht es auch ein bisschen runter. Da war, glaube ich, einfach gerade extrem Inflow dominant. Weil wenn ich jetzt die Größe der Zelle vergleiche mit Genau, das ist aktuell unser Standort. Hier die Zelle. Wenn wir jetzt hier mal so auf so einen Mesoscan drauf gehen, ja, dann sehen wir halt auch, ne? Sieht sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Und auf die Blitzfrequenz gehen wir auch mal. Huch, so können wir das hier nicht anklicken. Doch da. Die Blitze haben wir jetzt. 115 in 10 Minuten. Oh, wieder schöner Blitz hier. Ja, das Ganze zieht jetzt auf jeden Fall weiter Richtung Zentrales, Baden-Württemberg. Und dann weiter Richtung Nordosten. Das ist so die grobe Zugbahn. Auch im Norden Richtung Niedersachsen sind einige Gewitter unterwegs. Und das sieht jetzt hier gerade immer geiler aus, muss ich sagen. Ja, jetzt kommt er nochmal. Ich krieg nochmal einen neuen Zyklus jetzt. Also wie eben. Ja, auf jeden Fall. Also, dass hier vorne neue Wallcloud entsteht. Jo. Das Ding da abgelöst wird. Ja, und halt hier Richtung Norden und Osten ist halt wirklich alles frei, ne? Da ist wirklich alles frei. Guck mal. Ja. Das könnte sich alles verbinden, ne? Ja, ja. Oder so ein Feuchtetail noch geben, ne? Ja. Also mich würde nicht wundern, wenn da drin, ich sag mal, 3 bis 4 cm Hagelkorngröße ist, ne? Vielleicht ist sogar mehr drin. Ja gut, aber denk dran, dass hier ein bisschen low-topped ist, ne? Es ist auf jeden Fall ein schöner Start, würde ich sagen, oder? Es ist auch ein schöner Start. Wieder normal. So, eben war ich rausgezoomt auf Weitwinkel. So sieht das Ganze jetzt in Realität aus. Ja, man sieht schon, was das für ein kräftiger Niederschlagskern ist, ne? Keine Frage. Ja, auch in der Nacht sind dann auf jeden Fall noch weitere Unwetter möglich. Auch wieder südliches Baden-Württemberg Richtung Bayern. Oh, jetzt hier die Frakten. Die drückt es jetzt aber ganz schön raus. Ja, flackert jetzt auch hier schön. Aber bis jetzt noch keine sichtbaren Blitze. Oh, da hinten hat es jetzt auch geblitzt. Ein bisschen umstellen. Die ist mir dann doch ein bisschen zu dunkel. Ja, soweit jetzt erstmal hier vom Südschwarzwald. Vielleicht sind wir gleich im Kern. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt gleich machen, ob wir uns überrollen lassen, vielleicht nochmal davor setzen. Oh, hier, da geht es jetzt aber hier tief runter, ne? Da sieht man richtig schön, wie die Feucht hier aus dem Niederschlag gesogen wird und sich hier so diese Absenkung bildet und mit dem Inflow halt hier reingeht in die Zelle. Zoomen wir nochmal raus hier auf Weitwinkel, mal gucken, ob das geht. Kriegen wir das hin? Kriegt das denn nicht mehr zurück auf Weitwinkel? Ist aber so erstmal ein schöner Apparat, ne? Jo, und das ist wie gesagt nur der Start. Also wir planen jetzt dann weiter in der Nacht Richtung Italien zu fahren und sind dann morgen und übermorgen in Italien am Chasen. Also richtig actionreich jetzt hier auf jeden Fall. Wir sind auch immer wieder bei Twitch wahrscheinlich. Wir posten hier Updates, dann auch bei Instagram. Also wir halten euch auf dem Laufenden.
gut, aber was, welcher Blick hätte sich dann verändert? Naja. Hier unsere T-Shirts. Hier werden sogar hier getragen. Wahnsinn. Ja, jetzt löst sich aber wieder so ein bisschen die, die Birnenfront so auf, ne? Weil da oben leuchtet schön grün drin hier. Schön blau-grün. Das gefällt mir.